Und denken Sie dran, für jeden einzelnen Euro, den Sie das Budget überziehen wollen, legen Sie mir persönlich Rechenschaft ab. Den Weg sollten Sie sich und mir besser ersparen. Ja, die Klassiklinie und Juri Adams Innovativlinie sind nach wie vor die Säulen von LCL und deshalb bekommen Sie auch den größten Teil des Budgets. Und was für ein Budget bekomme ich? Budget wofür? LCL setzt doch neue Trends. Also will ich mit extravagant gefärbten Pelzen an den Markt gehen. Das wäre doch mega geil. Ich weiß Ihr Engagement zu schätzen, aber das Budget steht und bunte Pelze sind nicht drin vorgesehen. Ich weiß, wir hatten einen sehr hohen Aufwand für den Fashion Day in Riga, aber ich bin mir sicher, es wird sich mehr als auszahlen. Jetzt können Sie weiterarbeiten. Verstehe. Wir besprechen das Budget für meine Pelzkollektion dann gleich noch gesondert. Nein, das haben wir bereits gerade getan. Bitte? Ich erwarte ein Budget, das mindestens fünfstellig ist. Nee, sechs. Siebenstellig. Ist ja auch egal. Ich bespreche das einfach gleich mit Ansgar von Lahnstein. Tun Sie das. Der wird Ihnen das Gleiche sagen, wenn Sie uns jetzt entschuldigen. Sie haben meinem Vater eine Kooperation vorgeschlagen mit meiner Fair Trade. Faire Pelze aus fairer Haltung. Wir wollen eine gemeinsame Kollektion rausbringen. Wie sollen die durchstarten ohne Kohle? Tanja, ich finde jetzt die Idee gar nicht so schlecht. Ich meine, damit könnte LCL neue Akzente setzen. Mein Gott, wie soll man denn ohne Budget irgendetwas zustande bringen hier? LCL hat keinerlei Erfahrung mit Pelzmode und ich werde keinen Cent dafür locker machen, solange ich nicht weiß, wie die Kunden darauf reagieren. Ihr Vorschlag ist wirklich sehr niedlich. Das wär's dann aber auch. Ja, also hier die drei Abendkleider. Ein bisschen mehr Bling-Bling als sonst, aber ich dachte, der anstrebende Markt ist dafür offen. Diese verwöhnte Zicke schafft es nicht mal, sich selbst einen Kaffee zu ziehen, aber sich in die Budgetsitzung einmischen. Die Maschine, die spinnt schon seit Tagen. Wir brauchen dringend eine neue. Oh mein Gott, ich habe mir Nagel eingerissen. Jetzt verklagt sie uns bestimmt auf 3 Millionen Schadensersatz mindestens. Aber ihre Idee mit den veredelten Pelzen finde ich nicht schlecht. Würde bestimmt einschlagen wie eine Bombe. Aus meiner Zeit in New York weiß ich, dass das in Avantgarde-Kreisen total angesagt wird. Wir machen aber keine Mode für Avantgarde. Und du freust dich jetzt lieber, dass du den Löwenanteil des Budgets eingefahren hast. Ja? Also zeig her. Ja, also wie gesagt, das ist eine Variation von einem Abendkleid aus der alten Kollektion. Aber mit rückenfrei und mehr Dekolleté und ein bisschen Shishi. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja, auch hier habe ich versucht, den Geschmack der Osteuropäerinnen zu treffen. Bisschen overdressed, aber trotzdem mit Stil und Eleganz. Ja, wie man es von der klassischen Linie erwartet. Sieht so aus, als hättest du deine Schaffenskrise überwunden. Gut. Tanja, ich habe eigentlich noch ganz viele Ideen im Kopf. Also auch Entwürfe, die ein bisschen wilder und innovativer sind. Nochmal, für wild und innovativ ist Juri zuständig, du für die klassischen Entwürfe wie gehabt. Du, ich liebe die Klassiklinie, aber ich hätte einfach so Lust auf eine neue Herausforderung. Dann siehst du doch so, etwas Frisches und Neues in eng gesteckten Grenzen zu finden, das ist eine Herausforderung. Ein bisschen mehr kreativer Freiraum würde mir wirklich gut tun. Rebecca. Ich jongliere hier jeden Tag mit einem chaotischen Design-Genie, mit einer verwöhnten It-Göre. Tu mir den Gefallen, mach du wenigstens deinen Job anständig. Papa, du glaubst nicht, was gerade bei LCL passiert ist. Liebes, hat das etwas mit unserem Deal zu tun? Ja. Also es gab gerade ein Meeting über die Budgets. Und ich habe vorgeschlagen, mit gefärbten Pelzen an den Markt zu gehen. Papa? Wenn die darauf eingehen, ist die Klitsche hier bald Gold wert. Es reicht, wenn sie mir die 90 Millionen einbringt, die Lahnsteins mir schulden. 90 Millionen? Papa, der Laden bringt bald das Zehnfache ein. Und weil die Investition in eine Pelzkollektion alle liquiden Mittel langfristig bindet, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als uns die Firma zu überschreiben. Dann hat Tanja deinen Vorschlag angenommen? Ja, nein, Tanja sperrt sich irgendwie noch. Aber diese andere Designerin, Rebecca, die hat... Was ist mit Ansgar von Lahnstein? Den habe ich noch nicht gefragt. Das heißt also, du hast nichts in der Hand, außer einer hochtrabenden Idee?
Papa. Also, wenn Tanja darauf eingeht, dann haben wir... Zukunftsmusik. Wir reden darüber, sobald du wirklich einen Erfolg zu verbuchen hast. Und, Liebes, wenn du das Geschäft in den Sand setzt und ich auf die 90 Millionen verzichten muss, bin ich wirklich enttäuscht. Sehr enttäuscht. Vergiss das nicht. Papa, ich hab... Hände waschen. Endlich. Ich meine nicht, dass ich auf die braune Brühe besonders scharf wäre, aber es ist ja wohl das Kaffee-ähnlichste, was man im Umkreis kriegen kann. Hallo, mein Schatz. Na, wie sieht's aus? Hallo? Bist du sehr böse, wenn wir das Kino verschieben? Fertig. Weißt du was? Dann machen wir doch am besten das Alternativprogramm. Sofa, ganz viel Sushi. Perfekt. Wer hat dich heute geärgert? Juri oder Tanja? Oder beide zusammen? Ach, das alte Lied. Keine Experimente bei meiner Kollektion. Ich finde deine Entwürfe heiß. Sehr heiß. Und rate mal, wie ich mir darin vorgestellt habe. Ja, aber Tanja ist weiterhin für Gewaltenteilung. Rebecca, ich mache mir Sorgen um dich. Ich will einfach nicht, dass du gleich wieder flach liegst. Bitte pass auf dich auf. Ja, ich weiß. Das ist nur so, ich denk dran, als ich aus New York zurückgekommen bin, weißt du, da wollte ich neue Trends setzen. Und wild und schrill. Und was ist davon übrig geblieben? Hey, jetzt holen wir uns erstmal das Sushi aufs Sofa. Und was davon übrig bleibt, das kann ich dir jetzt schon sagen. Nichts. Außer ein paar Tropfen Sojasauce. Ich hoffe, ich komme nicht zu spooky rüber. Mann, wieso? Naja, weil ich hier so rumlaufe, im Pelz, mit nichts drunter. Aber ich liebe einfach dieses Gefühl auf nackter Haut. Geht Ihnen das auch so? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Das müssen Sie. Manchmal reicht es schon, wenn ich mich so ein bisschen bewege da drin. So ganz leicht. Sie bedienen sich da übrigens an meinem erklärten Lieblingseis. Ne, echt? Ich war total geflasht, als ich das hier gefunden habe. John and Sneaker, wie cool ist das denn? Das habe ich bis jetzt nur in New York gesehen. Hm, ist es auch her. Wie, seit wann exportieren die denn? Gar nicht. Justus lässt mir einmal im Monat ziehen, von den Dingern einfliegen. Ich weiß, das ist total dekadent, aber ich weiß nicht, seit ich in New York war, bin ich süchtig. John and Sneaker sind Götter. All-Time-Favorite. Lemongrass Ginger mit ganzen Kumquats. Oh, so lecker. Oh, das ist mein zweiter Favorite. Nach dem Rosmarin-Apfelsorbet. Mmh, yummy, das war mein absolutes Must-Have nach jedem Besuch bei diesem kleinen Italiener um die Ecke. Das war so süß. Die haben noch richtig auf Familie gemacht und so. Ja, den kenne ich auch. Ich habe da um die Ecke gearbeitet. Oh, krass. Die Besitzerin, die war super nett, ne? Aber total schwerhörig. Ja, total, an die erinnere ich mich noch. Boah, der Name liegt mir auf der Zunge. Mama Maria. Genau. So haben sie zumindest alle genannt. Krass, ey, da habe ich schon so lange nicht mehr dran gedacht. Dann kennen Sie doch bestimmt auch diesen abgefahrenen Laden im Meat District, oder? Der vorher im Beerdigungsinstitut war. Na klar. Erinnerst du dich noch an diesen DJ? Boah, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber oh, der hat einen Spitzenbody. Hm. Oh Gott, jetzt bin ich gerade ins Du gerutscht. Entschuldigung. Ach, ist überhaupt kein Problem. Also von mir aus können wir dabei bleiben. Okay. Du, aber darauf müssen wir anstoßen. Wo hat denn euer lustiger Pinguin den Champagner versteckt? Einen Moment, bitte. Ich hatte in meiner Zeit in New York übrigens auch mal was mit einer Frau. Meine heißeste Affäre ever. Du erinnerst mich an sie. Was ich mir von den Amis abgeguckt habe, ist auf jeden Fall, sich was zu trauen. Ich meine, wenn man nie was wagt, dann kann man ja nur im Mittelmaß versumpfen. Mhm. Die Designer in Manhattan, die stehen einfach voll im Saft, weißt du? Die sind wild, schrill, hungrig, nicht so wie hier. Ja, als ich damals zurückgekommen bin, da wollte ich auch den deutschen Modemarkt revolutionieren. Und jetzt entwerfe ich Sachen für
elegante, stilvolle Dame mit fettem Bankkonto. Ja, ich weiß, das ist jammern auf hohem Niveau, aber weißt du, manchmal da wünschst du dir dieses freie Lebensgefühl zurück. Tja, du kannst den Wunsch danach unterdrücken, aber hey, das lässt dich nicht mehr los. Das ist genau wie bei mir mit meinen gefärbten Pelzen. Ich weiß einfach, dass das der Burner wäre. Hey, hier bist du. Ich muss eingeschlafen sein. Ich dachte, du wolltest nur schnell Chips holen. Sorry, wir haben uns total verquatscht. Aber ich komme ins Bett. Ja. Tut mir leid, dass ich dich so lange festgehalten habe. Ich gehe dann mal. Wisst ihr was? Habt ihr noch Champagner übrig? Supi. Ich bin gleich wieder da. Ich zieh mir jetzt doch mal kurz was drunter. Zum Beispiel Russinnen oder überhaupt Osteuropäerinnen. Ich meine, hallo, die wissen, wie man sich kleidet. Dieser Touch von Billigglam, das war ja mal. Ja, stimmt. Bei denen würden so extravagante gefärbte Pelze bestimmt super ankommen. Ankommen? Schätzchen, die wären sofort en vogue. In China auch. Da haben die in Sachen Luxus total Nachholbedarf. Ja. Sagt mal, findet ihr es nicht so ein bisschen spät für Business Talk? Ach, Marlene macht sich Sorgen, dass ich mich wieder zu sehr in die Arbeit hänge. Stimmt, aber vergiss nicht, dass du ganz knapp an dem Burnout vorbeigeschrammt bist. Boah, krass, Burnout? Oh, nee. Lass ich euch jetzt wirklich mal in Ruhe. Ja, das ist jetzt kein Rauschmiss, aber weißt du, bei mir klingeln echt die Alarmglocken, wenn es den ganzen Tag um Arbeit geht. Ach, wir tauschen uns doch nur aus. Was machst du da? Eine erste Idee für die Pelzkollektion. Wie findest du das, wenn wir mit einer kurzen Form und hohem Stehkragen anfangen? Boah, krass, das ist total genial, Rebecca. Oder, ich konzentriere mich auf die klassische A-Linie. Und der Clou sind die Ärmel. Ah, guten Morgen, Tanja. Morgen. Kann ich mit dir noch mal über die Pelzkollektion von Alexa sprechen? Alexa? Ja, wir duzen uns jetzt. Wir haben uns gestern Nacht total verquatscht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir so viel Gemeinsamkeiten haben. Ist dir klar, was du da gerade sagst? Nein, jetzt im Ernst. Weißt du, wir haben beide in New York gelebt und wir haben denselben Lieblingsitaliener, mögen das gleiche Eis. Was für ein Zufall. Ja, auf jeden Fall sind wir auf das Thema gekommen, dass die Designer dort viel mehr riskieren. Ich meine, LCL hat die solventen Kundinnen aus Osteuropa und China ja noch nicht erreicht. Deswegen betreiben wir auch so viel Aufwand mit Riga. Und? Der konventionelle Pelzmarkt ist gesättigt. Aber wenn wir besondere Wege gehen, dann könnten wir unsere eigene Nische erobern. Und das ist dir ganz plötzlich heute Nacht eingefallen. Ja. Ich finde, wir sollten Alexas Idee mit der Pelzkollektion aufgreifen. Ich kann dir auch gleich ein paar Entwürfe zeigen. Du klingst müde. Spät geworden gestern? Ach, du weißt doch, wie das ist. Der Gastgeber kommt immer als Letzter ins Bett. Ja. Fragt sich bloß mit wem. Alexa, sei nicht so niveaulos. Weshalb rufst du an? Ich hatte doch erzählt, dass ich mir Hilfe holen will. Und es hat wunderbar geklappt. Rebecca bearbeitet gerade Tanja von Lahnstein, um meine Idee doch noch umzusetzen. Sehr schön. Tja, und sehr anstrengend. Ich habe eine halbe Nacht geopfert, in der ich wieder das überemotionale Dummchen spielen musste. Ich rufe dich später nochmal zurück, Daddy. Ciao. Guten Morgen, Frau von Lahnstein. Guten Morgen. Ich hatte gerade eine höchst interessante Unterhaltung mit Rebecca. Sie hat sich sehr für ihre Idee mit den veredelten Pelzen eingesetzt. Sie will mir sogar schon erste Skizzen zeigen. Echt? Ja, cool. Und konnte Rebecca sie überzeugen? Ich meine, sie kann sich da argumentativ bestimmt ein bisschen besser ausdrücken als ich. Das konnte sie zweifellos. Also sich besser ausdrücken. Tja, ich sag mal, da haben sich zwei gefunden. Rebecca hat mir erzählt, sie wollte schon länger designmäßig in eine andere Richtung. Und merken Sie sich eins. Ich habe schon Leute manipuliert, da haben Sie noch in die Windeln gemacht. Was haben Sie vor? Was spielen Sie hier für ein Spiel?